So, recht herzlich willkommen zum Volle TTV Live Talk. Wir dürfen begrüßen Landesrätin Martina Rüscher. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Hallo. Frau Landesrätin, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielleicht können wir am Anfang gerade mal eingehen auf die aktuelle Situation. Unser letzter Stand war in Vorarlberg 107 Personen mit Corona infiziert. Ist das der aktuelle Stand noch? Ja, es ist richtig, gerade eine Sekunde. Ich habe nämlich gerade in diesem Moment aktuelle Fallzahlen bekommen. Jetzt muss ich ganz kurz aus dem Bild gehen, dass Sie die auch bekommen von mir. So, geben Sie meinem Outlook noch eine Sekunde. So, ich habe es da. Wir haben jetzt einen aktuellen Stand von 129 positiven Fällen in Vorarlberg. Es sind 1.082 Verdachtsfälle gemeldet, davon getestet sind 641, 512 Fälle wurden bereits oder Tests sind negativ ausgegangen, 129 positiv und weitere 441 Tests warten derzeit auf das Ergebnis. Das heißt, wir haben... Ausreichend, ja. Das heißt... Stand jetzt haben wir zwar wieder eine Steigerung drin, aber die scheint jetzt heute, zumindest wie es jetzt aussieht, nicht ganz so dramatisch zu sein, wie das gestern noch der Fall war. Ja, bis jetzt ist das so, wobei wir dazu sagen müssen, wir testen ja quasi in mehreren Testläufen. Wir haben ein Dreischichtteam im Einsatz und es werden heute noch weitere Testergebnisse auf uns zukommen. Wir haben ja seit heute aber auch noch ein neues Gerät, mit dem wir dann noch größere Mengen testen können. Das wird morgen noch quasi aufgebaut und es erfolgt die Einschulung mit dem Techniker. Und wir haben dann ab Freitag noch höhere Testkapazitäten zur Verfügung. Das heißt, ich gehe persönlich davon aus, alleine deshalb, weil wir mehr testen, dass die Zahlen noch weiter nach oben gehen werden. Aber österreichweit haben wir heute auch schon eine Videokonferenz gemacht und österreichweit merken wir langsam eine leichte Beruhigung. Aber es ist tatsächlich noch zu früh, um dort wirklich valide eine Aussage treffen zu können. Bei diesen neuen Geräten handelt es sich da schon um die Geräte von La Roche, da die automatisierte Tests anscheinend können? Nein, es sind nicht die Roche-Geräte. Es ist auch so, wir haben das heute auch noch einmal mit dem Bund genauer diskutiert, auch Roche hat keinen Schnelltest, sondern diese Geräte sind relativ groß. Da sind 12 für ganz Österreich vorgesehen und es ist dasselbe Gerät, wie wir es gestern bereits in Feldkirch in der Pathologie angeliefert bekommen haben. Nur haben wir einen anderen Hersteller, nämlich den, mit dem unsere Pathologie schon seit Jahren zusammenarbeitet. Er kann genau dasselbe. Auch wir können bis zu 1.000 Tests am Tag dann machen. Und wir haben im Gegenzug zu den anderen Bundesländern hier jetzt schon einen Vorteil, weil das Gerät schon dasteht und wir das ab Freitag so in Betrieb nehmen können. Das wäre jetzt eben genau die nächste Frage gewesen. Uns erreichen immer wieder Meldungen, dass viele Menschen auch nur verunsichert sind, weil sie sich eben auch an die 1450 wenden, teilweise auch mit Symptomen und dann vertröstet werden, beziehungsweise gesagt wird, ja, also wird jetzt noch kein Test gemacht, eben weil es nur momentan Personen getestet werden, die konkret in Risikogebieten, und das werden zwar täglich mehr, aber nach wie vor sich aufgehalten haben. Das heißt, wir werden auch künftig erleben, dass tatsächlich mehr Menschen, die eben auch nicht unmittelbar jetzt in den ersten Kontakt, wo man gleich nachvollziehen kann, okay, das könnte ein Verdachtsfall sein, zu testen, sondern eben auch weitläufiger. Nein, das werden wir nicht tun. Die Kriterien, wann eine Person getestet wird, die sind österreichweit sehr klar und einheitlich. Es werden Personen getestet, die Symptome haben und definitiv Kontakt mit einer erkrankten Person oder in einem Risikogebiet waren. Nur darauf beschränken wir das. Sonst hätten wir Tausende von Tests, die wir täglich machen müssen, und Tausende wären negativ. Und es ist einfach nicht machbar und nicht handelbar, dass wir das so ausweiten. Es wird immer auf diese Risikogruppen beschränkt bleiben. Eher gehen wir derzeit sogar vom Gegenteil aus, dass wir irgendwann, wenn die Testkapazitäten eng werden und das österreichweit, wir in Vorarlberg haben ja Gott sei Dank eine sehr gute Ausgangssituation,
weil wir schon früh begonnen haben, das vorzubereiten und die Mengen zu bestellen. Aber auch bei uns werden zum Beispiel die Teströhrchen knapp. Wir sind gerade dran damit überlegen, wie wir das selber herstellen können. Aber wenn das österreichweit sich verändert, dieses Bild, dann wird es eher in die Richtung gehen, dass wir niemanden mehr testen oder nur mehr Risikopatientinnen und Patienten testen, um sicher zu gehen. Und alle anderen sind dann eben krank, bleiben zu Hause 14 Tage und wenn sie wieder gesund sind, ist es vorbei. Wie sieht es mit den, also wir haben ja nach wie vor keinen offiziell genesenen Fall in Vorarlberg. Das liegt ja eben auch daran, dass eben Patienten dann nochmal getestet werden müssen, sogar zweimal negativ getestet werden müssen. Das heißt, wird es da dann Veränderungen geben? Ja, die hat es schon gegeben. Seit gestern hat der Bund uns neue Kriterien für die Gesundung vorgeschrieben, weil auch er sagt, es ist nicht mehr möglich, nochmals zwei negative Tests zu machen. Es macht auch keinen Sinn. Wir haben jetzt das Kriterium, wenn Personen keine Symptome mehr haben und 14 Tage auch keine weiteren Symptome mehr auftreten, dann gilt die Person automatisch als genesen. Und damit haben wir auch jetzt schon, ich glaube, eine Person unter genesen. Und bei den anderen warten wir jetzt noch, dass diese Frist vorbeigeht. Okay, das heißt also, diese Zahl soll sich glücklicherweise. Das heißt also, diese Zahlen werden sich dann jetzt in den nächsten Tagen Gott sei Dank auch ein bisschen einen positiven Aspekt hineinbringen. So ist es, genau. Das werden auch wieder immer mehr. Jetzt gestern wurde ja Lech gesperrt und weitere Orte am Arlberg. Wie ist das Krisenmanagement aus Ihrer Sicht verlaufen bis dato? Auch in Bezug auf den Arlberg, wo man wusste, okay, die Skigebiete sind verbunden mit St. Anton etc. Hätte man da nicht schon früher reagieren müssen und dort oben vielleicht sogar zusperren? Ja, das ist der Rückblick. Gesehen, immer leicht zu beantworten. In der Situation selbst ist es immer schwerer. Wir haben leider selber erst am Freitagnachmittag um 14 Uhr von der Pressekonferenz erfahren, von Sebastian Kurz, dass St. Anton unter Quarantäne gestellt wurde. Wir hätten uns auch gewünscht, dass früher darüber informiert zu werden, denn das braucht natürlich alles ein paar Stunden zumindest Vorlauf. Wir haben dann am selben Nachmittag, noch Freitagnachmittag, die Skigebietsverbindung gekappt. Das heißt, von St. Anton konnte fünf. Jetzt ist sie ganz wir haben weg. Hier aber Rückläufe und Protokolle hier bei uns vorliegen. Das heißt, ab 15:45 konnte dann niemand mehr von St. Anton in das Skigebiet hinüberfahren. Wir haben vorbereitet, dass die Skigebiete geschlossen werden am Sonntag und haben vorbehaltlich in diesen Gemeinden bereits am Samstag die Skigebiete geschlossen. Also mit Samstagabendende waren die Skigebiete zu und die Hotels haben wir dann vorsorglich noch bis Montag offen gelassen, damit es uns nicht passiert, wie es in Tirol passiert ist, dass Gäste einfach auf der Straße stehen, zum Beispiel ein Flug erst ein, zwei Tage später definiert war und sie dann sich wieder ein neues Hotel suchen und wir das dann ausbreiten. Also ich glaube, rückblickend gesehen, natürlich alles hätte noch immer ein paar Stunden früher passieren können. In diesem Moment haben wir, glaube ich, das Menschenmögliche getan und möglichst schnell reagiert. Gestern allerdings hat sich die Situation zugespitzt. Wir hatten ja bis vorgestern keinen einzigen positiven Fall in allen diesen Gemeinden, die wir jetzt unter Quarantäne gesetzt haben. Seit vorgestern Abend haben wir aber 5 Fälle in Lech. Wir gehen von einer Dunkelziffer natürlich auch aus. Und darum haben wir gesagt, vorsorglich sperren wir die gesamte Skigebietsregion und setzen das gesamte Gebiet unter Quarantäne. Das kann jetzt auch zu weit gegriffen sein. Wir wissen es im Moment nicht. Aber wir sagen lieber etwas zu strenge Maßnahme, als im Nachhinein zu sagen, ja, wäre doch besser gewesen. Hat sich das jetzt schon bestätigt, dass es mehrere Fälle in Lech schon gibt, also außer die 5, oder wartet man da noch auf die Testergebnisse? Okay, das kann ich Ihnen auch im Moment gerade sagen. In einer Sekunde. Die aktuellen Fallzahlen stammt heute. Haben wir in Lech immer noch 5 Fälle und wir haben keinen weiteren Fall aus diesen Gemeinden gemeldet bekommen. Also der Stand bleibt und das ist ja auch wichtig, dass wir das möglichst so halten. Jetzt habe ich habe heute auf den sozialen Netzwerken ein Video gesehen, wo PKWs den Sperrbereich am Arlberg verlassen, also sprich, wo die Polizei die auch durchlässt, hauptsächlich Vorarlberg-Kennzeichen. Also, wie kann man das erklären in der Quarantänezone? Ich habe keinen Ton, aber der wird gleich wieder da sein, hoffe ich. Okay, hören Sie uns noch? Hallo? Okay, wir scheinen momentan
ein Verbindungsproblem zu haben? Ich habe leider keinen Ton im Moment. Keinen Ton im Moment. Ah, jetzt geht's. Passt. Ah, wunderbar. Wieder da. Okay, sehr gut. Ich wiederhole meine Frage nochmal kurz. Ich habe heute in sozialen Netzwerken Videos entdeckt, die zeigen... Dieser Ton fehlt mir. Entschuldigung. Ah, wir bräuchten die Übersetzung vom Moderator. Ja. Du hörst mir, oder? Ja, genau. Also okay. wir haben heute in den sozialen Netzwerken Videos und Bilder gesehen, wie offensichtlich PKWs Lech verlassen haben. Wer darf da raus oder wer darf da rein? Ist das nicht grundsätzlich alles gesperrt? Also es ist grundsätzlich alles gesperrt. Wir haben nur die Notversorgung aufrechterhalten, natürlich. Also LKWs dürfen hinein die Lebensmittel liefern. Wenn PKWs dieses Quarantänegebiet verlassen haben, dann kann es, wenn, dann nur mit einer Auflage passiert sein, dass sie eine behördliche Auflage haben und sich zu Hause in Quarantäne begeben. Das ist unter Umständen möglich. Wir hatten das gestern auch bei zwei Fällen, dass zum Beispiel ein Spaziergänger dort war, der sagt, okay, ich nehme das an. Diese Daten werden von der Polizei erfasst. Wir wissen das und die Person begibt sich zu Hause in Quarantäne, weil es dort im Moment keine Wohnmöglichkeit gibt. Das können aber nur Ausnahmen sein und sind über jede Ausnahme durch die Polizei, die vor Ort ist und an allen Straßen Sperren errichtet hat, informiert. Wir haben auch zahlreiche Fragen bekommen, was die Quarantäne selbst betrifft. Jetzt zum Beispiel eine Dame hat uns per Mail gefragt, ob sie denn die Lebensmittel ihrer pflegebedürftigen Mutter, wie sie denn das machen soll. Soll sie das in die Wohnung bringen? Soll sie es vor die Wohntür stellen? Und auch wegen den Medikamenten, dass sie ja die E-Card braucht. Ich glaube, im Moment braucht man keine E-Card mehr zum Medikament oder ähnliches holen, oder? Ganz genau. Wir arbeiten daran, dass alle gesetzlichen Fristen im Moment ausgesetzt werden. Und wir haben hier eine sehr gute Kooperation mit der Bundesebene, was sehr viele dieser Fristen anbelangt. Die sind alle aufgehoben. Auch die Rezepte werden derzeit ohne persönliches handgeschriebenes Rezept vom Arzt, von der Ärztin ausgestellt. Es gibt auch andere Zustellungswege. Es wurde alles geöffnet. Wenn man helfen will, dann ist es wichtig, 2 Meter Abstand zu bewahren. Das heißt, am besten Lebensmittel vor die Türe stellen, klingeln, 3 Schritte zurückgehen, sagen, hallo, ich habe dir was hingestellt, brauchst du noch mehr? Die Lebensmittel können dann natürlich mit in die Wohnung genommen werden und dann wieder verlassen. Oder am besten telefonisch oder Videokonferenzen, da gibt es ja alles Mögliche. Eine weitere Frage, die uns erreicht hat, ist von der Marion Schmiedinger. Und zwar die Frage, darf man, wenn man in Quarantäne ist, nicht mal den Müll runterbringen? Nein, es wäre uns recht, wenn man das nicht tut. Wir haben dort die Bitte an die Gemeinde gestellt, dass wir die Nachbarschaftshilfe auf die Beine bringen. Also am besten den Müll gut verschnüren, vor die eigene Wohnungstür stellen und Nachbarn bitten, diesen Weg zu übernehmen, aber nicht persönlich übergeben. 2 Meter Abstand. Andere Frage von der Anna Einspieler, die will wissen, weil heute hat der Blum angekündigt, dass er mindestens vorübergehend für 2 Wochen seine Werke schließt in Vorarlberg. Muss man damit rechnen, dass jetzt da weitere größere Firmen, Produktionsbetriebe noch nachziehen werden? Ja, wir gehen grundsätzlich davon aus. Wir bekommen relativ viele Rückmeldungen aus der Wirtschaft, Gewerbe, Handwerk, aber auch Industrie. Es ist natürlich für uns alle gemeinsam eine relativ schwere Situation und es beginnt große Kreise zu ziehen. Und je länger diese Situation dauert, desto schwerer wird es auch für die Betriebe. Darum sind wir sehr froh, dass auch über den Bund diese Schnellhilfsmaßnahmen für die Betriebe eingerichtet wurden. Und gerade Blum, habe ich auch erfahren heute, geht in Kürze in Richtung Kurzarbeit. Das bedeutet aber, dass das Gehalt, die Lohnfortzahlung zu einem Großteil gesichert ist. Aber wir rechnen damit, dass noch weitere Betriebe diese Maßnahmen setzen werden. Und es ist uns auch recht aus Gesundheitssicht. Je weniger Kontakte wir im Moment haben, desto höher ist der Schutz. Eine andere Frage, die uns da erreicht hat, ist von der Michi Julia Waldhauser Itzomo, dass man viele ältere Menschen auf der Straße nach wie vor sieht, ob man da nicht, warum unternimmt man dagegen nichts, auch mit Strafen zum Beispiel? Ja, das ist eine sehr wichtige Anregung. Wir versuchen alles, was möglich ist, derzeit zu tun. Wir versuchen es mit öffentlichen Appellen. Sie kennen ganz sicher die ganzseitigen Inserate, die auch von Bundesebene durchgeschaltet werden. Alle Tageszeitungen haben das im Moment. Wir wenden uns an alle Seniorenorganisationen, dass sie das bitte dringend weitergeben. Jeder und jede, die uns helfen kann und diese Personen einfach anspricht und sagt, bitte reduziere dein Maß von sozialen Kontakten auf ein Minimum, möglichst gar niemand mehr. Du schützt dich damit selbst.
würde uns helfen. Wir brauchen da die Mithilfe von allen voran, weil alleine schaffen wir es nicht. Sehen leider auch wir. Andere Frage, müssen alle Vorarlberger Studenten in Quarantäne, wo in den letzten 14 Tagen in Innsbruck waren? Die Frage von Manuel Koch. Es hat uns heute auch eine Aussage vom Vizekanzler Kogler überrascht. Der sagt, ganz Tirol sei quasi Risikogebiet und man möge sich doch freiwillig in Quarantäne begeben. Aus unserer Sicht ist es natürlich so, jeder, der sich selber im Moment soziale Kontakte, der das einschränken kann, der hilft im Moment mit der Gesamtsituation. Rein rechtlich ist es so, dass als Risikogebiet nur St. Anton, das Bad Snauntal und auch unsere gesperrten Gebiete, die wir seit gestern auf der Vorarlberger Seite gesperrt haben, dafür gelten als Risikogebiete. Und nur für jene wird dann auch ein Bescheid ausgestellt. Alle anderen, die das freiwillig tun können, da sind wir dankbar. Aber es ist natürlich, wir können das niemanden dazu verpflichten. Jetzt wissen wir, dass zwei Vorarlberger ja im Spital behandelt werden mussten bis jetzt, war mal der letzte Stand und einer auf Intensivstation. Darf man da was dazu sagen, wie es der Person geht? Ja, wir haben die eine Person schon wieder entlassen als und auch die Person, die auf der Intensivstation lag, wurde mittlerweile auf die Normalstation verlegt. Der Zustand hat sich deutlich gebessert. Wir sind sehr dankbar. Wir haben also im Moment eine Person im Krankenhaus. Probiere ich es nochmal, sonst, Marc, musst du vielleicht nochmal übersetzen. Ja, du bist wieder da. Ah, wunderbar. Klappt. Eine Frage beziehungsweise zur Klarstellung vielleicht auch mit dieser angeordneten Quarantäne auch für alle, die jetzt am Arlberg waren. Das ist ja so, man muss diese 14 Tage rechnen ab dem Tag, wo man den Arlberg verlassen hat. Ist das richtig? Also das heißt, bei Personen, die jetzt, sage ich, von einer Woche schon oben waren, haben praktisch die erste Woche Quarantäne, ob sie es dann gemacht haben oder nicht, schon hinter sich. So ist es, korrekt. Es ist so, wir haben eine Inkubationszeit von 2 bis 14 Tagen. Wir haben leider ganz viele unterschiedliche Rückmeldungen, die derzeit verbreitet werden. Aber tatsächlich geht es uns darum, diese Inkubationszeit zu überstehen. Wenn man in 14 Tagen nach seinem Aufenthalt in diesem Gebiet keine Symptome hatte, dann kann man davon ausgehen, dass man sich sicher nicht angesteckt hat und gesund ist. Das heißt, rechnen Sie bitte 14 Tage zurück und wir haben auch bei uns alle Kontaktformulare entsprechend angepasst. Es hat auch bei uns ein paar Stunden gedauert, aber jetzt sollten alle Informationen richtig vermittelt werden. Frage nochmal von der Userin Sarah Waltl. Wenn jemand erkrankt ist und wieder als gesund gilt, kann sich der dann auch gleich wieder anstecken? Das wissen wir im Moment nicht wirklich. Der Großteil der Personen, also wir greifen da ja auf Daten aus China und aus Italien hauptsächlich zurück. Von dort wissen wir, dass es in einzelnen Fällen möglich war, dass sich jemand ein zweites Mal angesteckt hat, aber das waren nur Ausnahmen. Also eher gehen wir derzeit von einer Immunisierung aus, aber tatsächlich wird man es erst nach einer längeren Zeit sagen können, wie es aus wissenschaftlicher Sicht zu beurteilen ist. Dann gibt es eine Meldung, die gerade vorher auch über die Agentur gekommen ist. Es gab ja in den letzten Tagen ein bisschen Diskussionen um die Lieferung von benötigten Schutzmasken, Handschuhen, Desinfektionsmittel, vor allem aus Deutschland, denn die haben das ja alles gestoppt. Ich habe selbst mit Firmen gesprochen hier im Land, die eben auch in diesem Bereich tätig sind, die teilweise auch ihre eigenen Lager in Deutschland hatten und jetzt sagen, ja, sie hätten die Lager zwar noch mehr oder weniger voll, kriegen die Ware aber nicht nach Österreich und nicht nach Vorarlberg herein. Kann man davon ausgehen, dass es da zu keinen Problemen jetzt kommt? In dem Fall gibt es da jetzt eine Lösung. Genau, wir haben gerade heute Vormittag vom Bundesminister erfahren, dass diese Lösung geschafft ist. Viele dieser Zentrallager befinden sich in Deutschland und es war natürlich sehr unfair, dass ein Land gesagt hat, wir haben zwar das Zentrallager, aber jetzt machen wir die Grenzen dicht und ihr leider alle anderen habt jetzt zu wenig Material. Und man hat sich jetzt für einen Genehmigungsverkehr geeinigt, das heißt, es gibt für alle diese Transporte Sondergenehmigungen und alle Länder werden wieder beliefert. Wir haben bei uns ein sehr großes Krisenlager für Handschuhe, für Masken. Wir haben Gott sei Dank auch die alten Masken aus der Vogelgrippe-Zeit noch wiedergefunden, Gott sei Dank. Ein Dankeschön auch an die Firma Böhler, die diese nicht entsorgt hat und uns jetzt wieder zur Verfügung stellt. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Sie sind zwar abgelaufen, aber es geht eigentlich nur um den Gummi, der etwas leichter reißt und das könnten wir notfalls auch beheben. Das heißt, wir sind grundsätzlich gut ausgestattet. Aber
Wir haben alle diese Materialien in ein Krisenlager, das separat abgesichert ist, gebracht. Und wir sind sehr strikt in der Vergabe. Wir haben auch organisiert, dass alle Organisationen in ganz Vorarlberg zentral über diesen Zentraleinkauf KBG bedient werden, aber nur Notrationen. Denn wir wissen tatsächlich nicht, müssen wir Wochen oder vielleicht sogar Monate mit diesem Bestand auskommen. Das heißt, im Moment sind wir sehr gut ausgestattet. Wir gehen trotzdem sehr sorgsam mit den Materialien um. Wir versuchen, das auf das Notwendige zu reduzieren. Und wir beliefern aber auch den ganzen niedergelassenen Bereich, damit die gesamte Gesundheitsversorgung aufrechterhalten werden kann. Auch eine Meldung, die uns hier erreicht von der Birgit Kaver. Ihr Vater ist leider verstorben. Von unserer Seite unser Beileid. Sie fragt, darf ich nach Oberstaufen fahren? Mein Vater ist gestern in Oberstaufen leider verstorben. Das tut mir sehr leid. Wir haben die Erfahrung, dass Deutschland ja die Grenzen geschlossen hat, auch nach Österreich. Ich gehe leider im Moment davon aus, dass es keine Ausnahme dafür gibt. Wenn es gleich gehandhabt wird, aber da kann ich nicht für die deutschen Behörden sprechen, wie in Österreich, dann wäre es möglich, zum Beispiel zu uns zu kommen. Man müsste sich aber dann 14 Tage in Österreich in Quarantäne geben. Ich kann im Moment leider nicht beantworten, ob die deutschen Behörden das auch so tun. Mhm. Soll bitte... Oder ihr gebt uns den Kontakt und wir klären das ab und informieren Sie dann direkt. Das können wir machen. Eine Frage, die uns auch öfters erreicht, das ist das Thema mit Schwangeren und Coronavirus-Infektion. Da gibt es ganz viele Anfragen, die kriegen wir wirklich täglich mehrfach. Kann man da was dazu sagen? Gibt es da erhöhtes Risiko oder eben nicht? Also man hört ja dort auch die unterschiedlichsten Sachen. Ja, alle unsere Expertinnen und Experten österreichweit, in Europa und auch weltweit belegen uns, dass Schwangere, wir wissen nicht warum, aber Gott sei Dank besonders geschützt sind. Also sie müssen etwas haben. Es gibt nur sehr, sehr wenig Schwangere, die tatsächlich am Coronavirus erkranken. Dasselbe gilt auch für Kinder unter 10 Jahren. Und wir sagen natürlich auch, bitte bleiben Sie möglichst zu Hause, aber sie haben anscheinend einen besonderen Schutz. Wir freuen uns. Etwas Ernstes, sehr Ernstes, und zwar der Sigi Kreimel schreibt da eben auf Facebook, dass sein Sohn behindert ist und fast kein Immunsystem hat. Schon 4 Fieberkrämpfe, 2-mal musste ihm was spritzen, damit er normal wird. Ich muss arbeiten, bin noch Leasing und bekäme kein Geld. Was soll ich tun? Gibt es irgendwelche Stellen, wo sich Menschen, die jetzt da besonders betroffen sind, nicht wissen, in solchen Lebenslagen, was sie tun können, wo sie sich hinwenden sollen, an wen? Also im Moment, wenn ich es richtig verstehe, braucht er Unterstützung in der Pflegesituation für seinen Sohn. Wir würden ihm bitten, dass er sich an seine regionale Case Managerin wendet oder an die Gemeinde. Alle 96 Gemeinden in Vorarlberg, alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben sich verpflichtet, uns in der Nachbarschaftshilfe bestmöglich zu unterstützen. Es werden täglich mehr Krisenstäbe eingerichtet und für alle diese Anfragen, die auch wir bekommen, verweisen wir das jeweils an die Bürgermeisterin, an den Bürgermeister und es wird ganz sicher eine gute Lösung gefunden werden. Eine Frage, die noch aufkommt, vielleicht zum Abschluss noch, das Thema eben Quarantäne. Das gibt es auch immer wieder Verunsicherungen. Wie wird sichergestellt, also jetzt bei der freiwilligen Quarantäne vielleicht nochmal anders wie bei der angeordneten, dass die auch wirklich eingehalten wird? Das heißt, gibt es da Kontrollen? Müssen die sich melden? Wie sieht das da aus? Oder muss man da tatsächlich am Ende auch darauf vertrauen, dass die Menschen sich dran halten? Also bei allen Kontaktpersonen, Quarantänen, müssen wir darauf vertrauen. Wir schaffen es tatsächlich nicht, alle zu kontrollieren. Aber sie bekommen einen Bescheid. Sie haben eine behördliche Vorschreibung, das einzuhalten. Und wir bitten im Moment einfach jede und jeden, das auch wirklich zu befolgen. Für alle Erkrankten und darüber hinaus, wir haben schon Stichprobenkontrollen durch die Exekutive, aber tatsächlich sind wir überfordert. Wir können selbst nochmals kontrollieren. Wir vertrauen jetzt einfach darauf, dass die Vorarlbergerinnen und die Vorarlberger uns helfen und das bestmöglich einhalten. Also zu 100% einhalten. Da auch noch eine ganz kurze Frage, und zwar der Florian Oberhausen möchte wissen, was mit dem Bau ist. Also mit dem Baugewerbe, läuft das weiter? Was ist da Ihr Informationsstand? Wird das das Gewerbe? Da gibt es ganz viele Diskussionen. Grundsätzlich wird ja österreichweit versucht, so viele Wirtschaftsbetriebe wie möglich offen zu halten. Denn wir sollten ja schauen, dass das Leben weitergeht, dass das Einkommen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da ist.
Wir haben jetzt aber schon Rückmeldungen bekommen, insbesondere von den Baustellen, dass es nicht immer möglich ist, diesen 1 Meter Sicherheitsabstand sicherzustellen. Und es laufen jetzt alle Bestrebungen, dass man nur mehr wirklich dringende Baustellen weiterführt. Das ist der momentane Stand. Auch seitens des Landes wurden zahlreiche Baustellen jetzt beendet. Wir wissen aber natürlich auch, das bringt einen hohen Druck auch auf alle Zulieferer, auf alle Gewerbe, Handwerker, alle, die in diesem Bereich arbeiten. Und wir bekommen am Tag extrem viele Zusendungen, die in die eine Richtung gehen und sagen, wir müssen arbeiten, wer zahlt uns den Entgang? Und in die andere Richtung, wir möchten nicht mehr arbeiten, wir fühlen uns zureichend geschützt. Ich gehe davon aus, dass unser Wirtschaftslandesrat Marco Dietle hier in sehr guter Abstimmung ist, auch mit der Wirtschaftskammer und unserem Landeshauptmann. Mhm. Es wird sicher zeitnah eine gute Möglichkeit gefunden, einzuschränken auf das wirklich dringend notwendige Maß, ist aus Sicht der Gesundheit natürlich immens vordringlich. Auch nicht, dass man, ich weiß, das ist eigentlich das Ressort von Marco Tittl, aber in Bezug auf die Lebensmittelläden, die werden weiterhin so lange geöffnet halten, weil die Nadine Meyer fragt, ob es nicht ausreichen würde, wenn die zum Beispiel nur am Vormittag offen hätten. Also im Moment machen wir das nicht und auch absichtlich nicht, weil sie zu unserer wirklich relevanten Infrastruktur gehören. Und ich möchte es einfach noch einmal sagen, alle, die im Moment dort arbeiten, im Lebensmittelhandel, jede und jeder verbringt dort wirklich im Moment eine tolle Leistung. Wir wissen, dass sie sich unter Umständen nicht ausreichend geschützt fühlen, dass sie trotzdem zur Arbeit gehen und für die Lebensmittelversorgung in Vorarlberg einfach da sind. Das schätzen wir sehr, sehr hoch. Das betrifft alle, die in der Pflege arbeiten, alle, die in den Gesundheitsbereich arbeiten, alle, die in den Lebensmittelhandel arbeiten, aber auch Müllentsorgung. Da gibt es wirklich viele Gewerke, die wir gar nicht sehen, die aber trotzdem gut weiterlaufen. Und an meiner Stelle jetzt einmal von mir aus ein ganz großes Dankeschön für den tollen Einsatz. Ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Wir bedanken uns recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Sehr gerne. Alles jederzeit. Genau. Gerne. Und gesund bleiben und vielen Dank, Frau Landesrätin. Genau. Bis zum nächsten Mal. Danke. Schönen Tag. Dankeschön. Tag. Danke euch. Gesund bleiben. Gesund bleiben. So, das war unser Live-Talk mit Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher. Mhm. Bei uns geht es in Kürze auch wieder weiter. Es erreichen uns noch viele Fragen. Wir werden versuchen, die eine oder andere Frage wieder vielleicht etwas später beantworten zu können. Und ich glaube, um 13.30 Uhr ist die nächste Live-Show angesagt. Pascal? Ja, als nächstes ist geplant dann, dass wir, der Erbfürst aus Liechtenstein hat eine Ansprache an sein Volk geplant heute um, ich glaube, 13.30 Uhr war das. Das heißt, die werden wir bei uns auch live übertragen. Das ist natürlich sicher auch von Interesse für viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger ist, was sich in Liechtenstein aktuell tut. Das werden wir sicher live verfolgen. Mal sehen, was es da zu verkünden gibt. Und weiter ist am späteren Nachmittag nochmal ein Einstieg von uns geplant. Da werden wir sicher auch Gelegenheit haben, noch die eine oder andere Frage, die Sie uns schicken, zu beantworten. Bitte nur um Verständnis, dass wir natürlich jetzt nicht die Medizinexperten sind. Das heißt, wirklich konkrete Fragen, die jetzt Arbeitsrecht oder auch medizinische Dinge angehen, die müssten wir dann auch weiterleiten. Das können wir aber natürlich gerne machen. Die Frau Landesrätin hat es gerade gesagt, wenn es da wirklich jetzt konkrete, dringende Fragen gibt, dann werden wir natürlich versuchen, die auch weiterzuleiten. Bitte aber da wirklich auch auf die offiziellen Kanäle auszuweichen. Das heißt, Arbeiterkammer, die Hotline und so weiter. Ja, und das war jetzt mal so zumindest der Plan für heute. Mhm. Dann werden sehen, was der Nachmittag bringt. Es gibt einige neue Meldungen auch schon, die zwischenzeitlich hereingekommen sind. Natürlich brandaktuell immer auf voll.at. Und ja, ich würde sagen, wir bedanken uns fürs Dabeisein. Du hast vorher schon gesagt, gesund bleiben. Und bis bald. Bis Danke. Bald. Danke. Tschüss.